Sie wissen vielleicht schon, dass Sie Hausverbot haben. Und zwar in allen Gebäuden dieser Einrichtung. Sie haben Patienten, in erster Linie weibliche Patienten, mit Alkohol versorgt. Sie haben sich darüber hinaus auch noch als Arzt ausgegeben. Die Patientinnen, derer ich mich angenommen habe, haben diese Klinik als geheilt verlassen. Ja. Nehmen Sie Ihre Finger weg! Nicht wegklopfen! Meine Lust! Sie sind ein Lüstling! Nochmal! Nahezu schwerelos für einen Wimpernschlag. Ich habe das Gefühl, Sie haben 1000 Hände. Ach, wenn ich 1000 Hände hätte, dann hätte ich auch 10.000 Finger. Jeder würde Sie berühren wollen, wo Sie wollen. Helfen Sie mich. Gut, wenn es nicht anders geht. Du siehst ja sehr erholt aus. Als ich dich das letzte Mal sah, hatte ich nicht so einen guten Eindruck. Edith. Wir sind beide nicht mehr jung genug, um schlechte Weine zu trinken. Du siehst ja so niedlich aus, wenn du verzweifelt bist. Nahezu schwerelos für einen Wimpernschlag. Wenn du mal dein derzeitiges Vermögen von heute auf morgen... Ich habe nur mein Erbe, ja? Sag, dass du es ernst mit mir meinst. Bitte sag es. Lalalala, Haxahuat, Yukan. Was glaubst du, warum ich täglich hier in dieser Klinik erscheine? Du erscheinst doch in jeder Klinik. Und er ist im Augenblick des Sprungs nahezu schwerelos für einen Wimpernschlag. Meine Damen, ich bitte Sie inständig, halten Sie sich fern von diesem Mann. Mein Name ist Evangelia Olokaria Monopolapis Lapolou. Ich geriet in einen Erbenstreit um das Vermögen meines Vaters, musste mich mit dieser ganzen arabischen Brut um etliche Häuser, Konten und Schmuck herumschlagen. Und nur Porträts. Schneide hier ab, da ab, da. Oder vielleicht da. Da haben wir nur die Augen, diese wunderschönen Augen. Unter keinen Umständen. Warum sind Sie hier? Spielsucht. Nein. Ja. Ich bin spielsüchtig und in fast allen Casinos Europas gesperrt. Wenn ich diese Therapie erfolgreich abschließe, dann setzt er mich als Alleinerbin wieder ein. Und wenn Sie dann mal jemanden brauchen, der Ihnen dabei hilft, Ihr Vermögen von heute auf morgen... Zeichen der Zärtlichkeit in den Zügen deines Gesichts. Ah, da ist ja die Brille. Leg die Karten hin. Ich will, dass du hinlegst. Ich denke nicht daran. Aber warum denn nicht? Ich kann noch gewinnen. Reingefallen. Nahezu schwerelos. Für einen Wimpernschlag. Ich bringe ihn um. Dame lässt man nicht warten. Es ist genau Mitternacht. So, es ist Geisterstunde. Wie bitte? Die anderen Damen haben mir erzählt, dass es in diesem Hause nachts zuweilen spukt. Verstehe ich nicht ganz. Geister! Geister! Das Entschuldigung, aber ich glaube nicht an Geister. Morgen wieder! Oh.